Willkommen zu einem neuen TagView Vlog. Wir wollen uns diesmal über das Sony Xperia 1 Mark II unterhalten, denn das ist gerade erschienen. Was? Wo? Wie? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich wollte es doch kaufen. Nein, es ist noch nicht in Deutschland oder Europa oder den USA erschienen. Es ist erstmal nur in Japan herausgekommen. Am 22. Mai war es soweit. Die ersten Xperia 1 Mark IIs konnten beim Docomo Shop oder beim AU Shop, das sind zwei große Carrier, gekauft werden, und dort haben einige bereits erste Tests gemacht, Reviews gemacht und Erfahrungen geteilt, und ich möchte das alles mal so ein bisschen komprimieren und zusammenfassend euch berichten. Fangen wir zunächst einmal an mit der Verpackung des Xperia 1 Mark II. Ich habe hier dazu mein Xperia 1 hier als Demonstrationstool mitgebracht. Die Verpackung ist sehr spartanisch gehalten. Wir kennen die weißen Verpackungen, die Sony üblicherweise hat. Die haben nicht sehr viel Ausstattung. In dem Fall ist da auch nicht sehr viel drin, sondern nur das Smartphone, ein Netzteil, ein USB-C-Kabel und für den japanischen Markt ein TV-SAC, One-SAC-Adapter für die Klinke. Das ist alles. Wo bleibt der Kopfhöreranschluss? Der ist ja auch mit dabei. Wo bleibt das Headset, was normalerweise dann eigentlich mitgeliefert werden soll, was man eigentlich erwarten muss für ein 1000-Euro-Gerät. 1000 bis 1300 Euro wird ja hier gemunkelt für Europa. Hat Sony nicht eingepackt. Noch nicht mal die billigen MH750, die einen super Sound haben, aber von der Verarbeitung super billig sind. Da hätte ich zumindest erwartet und erwarte ich von Sony, dass zumindest die beigepackt werden. Wünschen würde ich mir die Technologie von den MH750, weil die einen super genialen Klang haben, aber in ein besseres Gehäuse gepackt, ein Premium-Gehäuse. Das wäre dem Smartphone auch angemessen. Man kann sich nicht alles wünschen. Verarbeitung ist im Grunde genommen und Aussehen wie beim Xperia 1. Es gibt etwas härtere Kanten, aber hier seht ihr auch schon, das ist schon sehr klobig und kantig gemacht, dieses Sony Xperia 1. Und das Xperia 1 Mark II wird noch etwas klobiger, etwas kantiger sein, aber nicht unangenehm in der Hand liegen. Das hier liegt auch ziemlich angenehm in der Hand, natürlich auch wegen meines Backcovers hier. Ich würde mich mal wirklich fragen, ob vielleicht dieses Backcover, weil es ja hier diese Öffnungen hat, vielleicht nicht auch auf dem Xperia 1 Mark II passen würde. Nun ja, zumindest wenn man auf die Rückseite schaut, dann wird man sagen, nein, weil die Kameras nicht mittig angeordnet sind, so wie hier, sondern die sind an der Seite angeordnet. Der Kamerahügel ist etwas größer und es befinden sich nicht drei Sensoren, sondern vier Sensoren, wobei der eine nur für die Tiefeninformationen zuständig ist, aber er ist etwas größer. Auf der Vorderseite das gleiche Display wie beim Xperia 1. Da hat sich im Grunde genommen fast kaum was geändert. Ein 4K HDR OLED Display. Das hier ist schon sehr beeindruckend, sehr gut. Von der Helligkeit würde ich mir vielleicht wünschen, dass es noch eine Stufe heller wird, aber es ist wirklich auch im Automatikbereich, auch in der Sonne direkt ablesbar. Da gibt es also keine großen Probleme. Das Display hat man beibehalten. Man hat allerdings, ihr seht hier die obere Kante, hat einen ganz klaren Balken hier unten ebenfalls. Der ist etwas größer geworden, weil dort eben jetzt noch ein weiterer Lautsprecher mit drin steckt, der nach vorne feuert. Man hat also oben einen Lautsprecher, unten einen Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher. Und das ist natürlich eine super tolle Sache. Und die klingen auch gut. Die ersten Tester waren begeistert davon. Es erinnert die an wirklich die Bluetooth-Kopfhörer oder andere Wireless-Kopfhörer, die sie von Sony haben. Der Klang ist wirklich gut abgestimmt und es gibt ein tolles Stereo-Feeling und es zählt zu einem der besten Lautsprecher in einem Smartphone. Benchmark-Ergebnisse, die will ich kurz abfrühstücken, die gab es auch bereits schon. AnTuTu wurde getestet, 544.000 Benchmark-Punkte wurden etwa erreicht. Das ist, glaube ich, so der Durchschnitt, den man so erwarten kann für so ein Smartphone. Da gibt es natürlich Ausbrecher nach oben und nach unten und je nach Software-Update kann das natürlich auch noch besser werden, wenn das Sony noch weiter tuned und tweakt. Dann wichtig, in den Einstellungen kann man 90 Hertz einschalten. Aber das ist kein richtiges 90 Hertz, sondern so ein Fake oder Pseudo 90 Hertz, das man dort einschalten kann. Es wird wahrscheinlich irgendwie anders heißen, sondern nicht Fake 90 Hertz oder sowas, sondern es wird eine Motion Blur Reduktion wahrscheinlich sein oder irgendwie ähnlich heißen. Und es soll zumindest, was die Tester angeht, den Leuten, die 90 Hertz Displays gewohnt waren, zum Beispiel vom P40 Pro von Huawei, keine großen Probleme bereitet haben. Man soll den Unterschied nicht so groß gemerkt haben.
Ob die Softwarelösung tatsächlich mit der 90 Hertz Hardwarelösung mithalten kann, müssen wir allerdings noch schauen. Das werden dann Tests zeigen, wenn hier das Gerät auch in Europa rauskommt oder ein breiterer Kreis von Leuten diese Geräte testen können. Was die Kamerasoftware angeht, hat Sony endlich abgedatet. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wenn ich hier in die Kamera hineingehe, seht ihr, ich habe hier einen Punkt, den ich anklicken muss, um zwischen die verschiedenen Kameralinsen zu wechseln. Ich kann zwar, wenn ich in der einfachen Kamera bin, auch hier hochziehen, um zu zoomen. Das geht recht flüssig, aber ansonsten ist das ein bisschen was laggy, wenn ich hier drauf drücken muss, um zwischen den Kamerasensoren zu wechseln, gerade in den Weitwinkel zu wechseln, muss ich normalerweise zweimal drauf tippen und dann ist vielleicht die Szene schon vorbei. Oder ich muss zumindest einmal an dem Zoom-Schalter rumspielen, um dann den Weitwinkel-Button zu bekommen, um dann wechseln zu können. Das ist ein bisschen langsam. Jetzt hat man endlich ja, das gemacht, was andere Smartphone-Hersteller, Huawei, Samsung, Xiaomi und andere auch machen. Einfach drei Buttons reingepackt. Einmal für Tele, einmal für Normalwinkel, Weitwinkel und Superweitwinkel. Und dann kann man relativ einfach zwischen diesen hin und her wechseln. Und ich bin mir auch sicher, dass dieser Slider dann auch in den Superweitwinkel hineingeslidet werden kann. Anders macht es überhaupt keinen Sinn. Und das ist eine tolle Entwicklung. Ich hoffe, dass dieses Kamera-Update vielleicht auch für das Sony Xperia 1 auf den Markt kommt, weil das macht es so ein bisschen limitiert, dass man da mehrmals draufdrücken muss. Aber schön, dass Sony reagiert hat und diese Kritik auch angenommen hat und das in das Xperia 1 Mark II mit eingebaut hat. Dann gibt es beim Xperia 1 Mark II auch noch beim Umschalten Optimierungen. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie langsam das geht. Das soll jetzt deutlich flüssiger sein. Es ist aber, was die ersten Videos angeht, nicht so flüssig wie beispielsweise bei einem Samsung, wo das ja schön hinein und raus zoomt und man quasi kaum merkt, dass da zwischen Sensoren umgeschaltet wird. Oder bei einem iPhone. Das hat Sony also noch nicht so ganz raus. Da müssen wir vielleicht noch auf ein, zwei Software-Updates warten oder vielleicht sogar auf das Sony Xperia 1 Mark III. Dank des größeren Sensors kann aber mit der Kamera sehr gut fotografiert werden. Der größere Sensor hat größere Pixel, weil die Pixelanzahl mit 12 Megapixeln gleich geblieben ist. Das bedeutet, es kann mehr Licht aufgezeichnet werden und das bedeutet im Grunde genommen, dass dort hellere Bilder entstehen können, auch bei Dunkelheit hellere Bilder entstehen können. Aber vor allen Dingen natürlich auch, dass dieser Tiefenunschärfe-Effekt, also der Bokeh-Effekt, ich kann das ja mal demonstrieren, wenn ich das hier vorhalte, dann wird hierauf fokussiert, hoffe ich, und hier meine Hand sollte dann unscharf sein. So sollte das eigentlich aussehen. Und dieser Unschärfe-Effekt, der ist jetzt auch deutlich besser. Man kann auch ein paar Beispielbilder sich anschauen. Dort gibt es eben schon vieles zu sehen im Vergleich zum Galaxy S20 Plus zum Beispiel. Sieht man, dass Sony immer noch die natürlicheren Farben hat, dass Samsung dort etwas kräftigere Farben hat und vom Detailgrad ist Sony wirklich auf einem Level, wenn nicht sogar etwas besser. Da muss man natürlich aber auch wirklich auf die echten Kamera-Samples wirklich mit den vollen 12 Megapixel warten, bis die einem zur Verfügung stehen, dass man da reinzoomen kann und Pixel-Peeping betreiben kann. Aber auf den ersten Blick sieht das sehr ordentlich aus und ich glaube, Sony kann diesmal zumindest was die Tagesfotografie angeht, durchaus mithalten mit eben auch den Flaggschiffen, den aktuellen. Dann machen wir mal weiter. Der Fingerabdruckscanner wurde verbessert. Dieser hier beim Sony Xperia 1, den habe ich ja schon immer bemängelt. Zum einen, weil der Power-Taster und der Fingerabdruckscanner unterschiedlich sind und weil es im Grunde genommen auch ein Designfehler ist, weil diese Fläche für den Fingerabdruckscanner einfach zu klein ist. Und man dann das Problem hat, dass das nicht immer funktioniert. Und mittlerweile hat Sony das irgendwie mit Software dann doch rausbekommen, aber das ist immer wieder bemängelt worden bei den Xperia 1 Geräten und es ist immer noch ein Problem. Es funktioniert nicht so gut wie zum Beispiel beim Xperia 10 oder 10 Plus Gerät. Dort ist der Sensor einfach größer. Technik ist die gleiche, im Grunde genommen ist vielleicht ein anderer Sensor, aber da ist der Sensor einfach größer, die Sensorfläche größer und deshalb funktioniert der Fingerabdruckscanner sehr zuverlässig, was hier beim Xperia 1 nicht der Fall ist. Beim Xperia 1 Mark II hat man das Problem, hat man das noch nicht rein, 2 hat man das Problem behoben,
indem man einfach die Sensorfläche größer gemacht hat. Zum einen, man eine andere Technologie einsetzt für den Sensor selber und man hat den Power-Knopf wieder integriert. Also das, was man von den guten Sony-Sensoren von der Xperia X oder XZ-Reihe kannte, ist wieder mit drin im Xperia 1 Mark II. Drahtloses Laden ist integriert worden. Ein Kritikpunkt auch beim Xperia 1 war, dass hier kein drahtloses Laden möglich ist. Das ist jetzt beim Xperia 1 Mark II möglich. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, es sind maximal 15 Watt oder sowas. Also nicht die schnellste Technologie, die man da aktuell kriegen kann. Aber immerhin hat man drahtloses Laden und es soll auch ohne Probleme funktionieren mit aktuellen drahtlosen Ladepads. Einfach drauflegen, Problem gelöst. Das heißt, dass auch dieses Format 21:9 kein großes Problem bereitet. Dann die Foto Pro App. Da gibt es Berichte darüber, dass die noch nicht da ist. Jetzt haben einige aber Screenshots gezeigt und gesagt, da ist sie doch. Naja, nicht ganz. Man kann da draufklicken und dann erhält man einen Screen, der einem einfach sagt, ja, diese Software ist noch nicht ganz fertig. Wir werden sie mit einem späteren Update ausliefern. Das ist so das Horrorszenario, was ich mir gedacht habe. Sony ist einfach mit der Software nicht fertig geworden und deshalb wird jetzt das Xperia 1 Mark II ohne die angekündigte Foto Pro App ausgeliefert. Traurig ist auch die Akkulaufzeit. Jetzt könnte man sagen, warum? Sony hat doch immer gute Akkulaufzeiten. Die haben halt immer zu kleine Akkus, aber für diese zu kleinen Akkus haben sie immer gute Laufzeiten rausgeholt. Ja, das stimmt. Hier, ich glaube 3600 irgendwas oder 3300 mAh, ich weiß gar nicht, Sony Xperia 1. Akkulaufzeit ist in Ordnung für den kleinen Akku. Beim Xperia 1 Mark II hat man 4000 mAh starken Akku mit eingebaut. Da sind die Hoffnungen schon gestiegen. Ach, 4000 mAh und Sony, das muss lange Akkulaufzeit bedeuten. Pustekuchen. Die ersten Tester waren enttäuscht von den doch relativ kurzen Akkulaufzeiten, die erreicht worden sind. Ich kann euch das mal kurz berichten. 3 Stunden Nutzung mit Display-An-Zeit und wirklich Arbeiten und so weiter hat 25% an Akku gefressen. Das ist schon recht viel, würde ich mal sagen. Und da muss Sony vielleicht auch nochmal das Ganze optimieren und verbessern. Klar, wir wissen auch schon von dem Xperia 1, als dass das Update auf Android 10 bekommen hat, hat das an der Akkulaufzeit doch ein bisschen was geknabbert. Vielleicht liegt es an Android, aber Sony war bisher auch immer sehr gut dabei, das Ganze zu optimieren. Da hoffe ich doch, dass Sony das mittlerweile dann auch für den Europastart, den USA-Start hinkriegt, die Akkulaufzeit ordentlich zu optimieren. Akkulaufzeit verglichen mit einem S20 Plus auf ähnlichem Niveau, S20 Plus Exynos wohlgemerkt. Und ich glaube, der S20 Plus Exynos hat sogar, glaube ich, ein bisschen einen größeren Akku, 4500 mAh, wenn ich mich nicht komplett irre. Das heißt, Sony ist besser als Samsung, was die Akkulaufzeit angeht, pro Milliampere-Stunden. Insgesamt kann man sagen, Sony hat die Problemfelder des Sony Xperia 1 angegangen und im Xperia 1 Mark II hat man versucht, das Ganze zu verbessern. Die Kamera, die Software der Kamera ist deutlich besser geworden. Das Display und die Lautsprecher sind deutlich besser geworden. Das Display ist nicht deutlich, aber die Lautsprecher sind besser geworden. Das Design hat man gleich behalten. Man hat vor allen Dingen den Fingerabdrucksensor gefixt, der natürlich ein Riesenproblem war, gerade zu Anfangszeiten. Und man ist insgesamt auf ein Niveau gekommen, das jetzt Flaggschiff-Level ist und auch mit der Konkurrenz mithalten können soll, was zum Beispiel das Samsung Galaxy angeht. Die Akkulaufzeit, das ist so ein Pferdefuß. Da hatte ich eigentlich nicht mit gerechnet, sondern hätte eigentlich gedacht, ja, juhu, 4000 mAh starker Akku. Sony kann da ordentlich viel rausholen. Das haben sie leider nicht geschafft oder sie sind noch nicht so weit. Und da kommen wir zu einem großen Problem. Ich habe so das Gefühl, Sony ist mit dem Xperia 1 Mark II softwaretechnisch noch nicht so weit. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie jetzt erstmal in Japan das Ganze verkaufen, um ein bisschen was an heimischem Markt und Geld einzunehmen und dass wir dann erst einen Monat oder vielleicht sogar 2 Monate später das Gerät hier in Europa, in Deutschland, in den USA sehen werden. Dann mit verbesserter Software hoffentlich, einer besseren Akkulaufzeit und weniger Kinderkrankheiten, die das Gerät aktuell noch zu haben scheint. In Japan gibt es das Gerät aktuell für umgerechnet etwa 1000 Euro. Das sind dann 132.552 Yen, 100,
1050 irgendwas Euro umgerechnet, ungefähr. Und das ist der Preis, den man bekommt, wenn man das bei Docomo kauft, in einem Vertrag oder außerhalb des Vertrages. Wenn man es bei AU, dem anderen Carrier, kauft, ist es ein bisschen was teurer. Dann gibt es aber unterschiedliche Farben. Also es gibt es in Lila, auch in Schwarz und in Weiß. Und ja, da müsst ihr einfach mal schauen, falls ihr euch dafür interessiert. Da gibt es ja einige Leute, die das direkt haben, klick, 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 kaufen wollen. Ich würde aber eher sagen, wartet noch ab, bis die Software geupdatet wird und ich dann hoffentlich positive News davon berichten kann. Und Sony, wenn ihr mitlauscht, updatet auch das Xperia 1. Die Kamerasoftware, die läuft garantiert hier drauf auch gut. Macht das so klammheimlich. Einen Monat nach dem Release des Xperia 1 Mark II. Damit die Leute, die das hier für teuer Geld gekauft haben, nicht wegrennen und sich was anderes holen, weil ihr keine ordentlichen Updates liefert für eure Software. Das ist so ein kleiner Disclaimer am Ende. Das war's für diesen TechView Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare, Fragen, Anmerkungen, alles unten hinterlassen. Ansonsten liken, subscriben und den ganzen Knatteradatsch. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.